So, hey Leute, ich bin wieder zurück und ihr seht jetzt gleich erstmal noch meine Sätze Bankdrücken von dieser Woche. 5 mal 2 und da ja diese Woche immer diese ganzen Zweiersätze waren mit 2 Wiederholungen, heißt es, nächste Woche ist neuer, beginnt ein neuer Cycle mit neuen Gewichten und ich muss mir jetzt wieder überlegen, um wie viel erhöhe ich denn die Gewichte. Und ja, bei dem Bankdrücken, was wir gerade gemacht haben, da muss ich sagen, Warte. da bin ich sehr zufrieden. Das ging alles sehr Ja. geschmeidig und ich habe dann auch noch mal einen Maximalkrafttest gemacht. Ihr seht gleich einen Clip, da mache ich 140 Kilo. Also das ist schon mal safe. Ich hatte vorher Rechengewicht 137 Kilo und 140 schaffe ich aber auf jeden Fall. Und ich habe dann auch noch mal sozusagen 142 später gemacht, das habe ich dann nicht mehr aufgenommen. 145 habe ich gar nicht probiert, ist die Frage, ob ich das schaffen würde, ob ich erhöhen soll oder nicht. Ich glaube, ich belasse es erstmal bei 142. Ich meine, das ist ja auch schon eine Steigerung um 5 Kilo. Und da schauen wir mal. Bei Deadlift glaube ich, brauchen wir nicht viel drüber reden, das konnte ich diesen Cycle gar nicht machen. Da wird natürlich dann auch entsprechend nicht erhöht. Ich muss weiter mal mit meiner Mobilität arbeiten. Es wird besser, ich denke, bald kann ich wieder anfangen, Deadlift zu machen. Aber ich muss mich immer noch schön stretchen, damit ich sozusagen komplett bis zur Stange runterkomme. Mit geradem Rücken natürlich. Squat ist auch so eine Frage. Da seht ihr auch gleich. Blende ich mal ein, so Versuch mit 180 Kilo. Also ich habe 170 davor gemacht und die gingen richtig gut und habe gesagt, versuchst du gleich 180 und das hat dann leider nicht geklappt. Komm, komm, komm. Trotzdem bin ich eigentlich relativ, ja weiß ich, selbstsicher. Also die 170 ging eigentlich so gut. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen an der Technik feile, müssten die 180 eigentlich gehen. Und jetzt von den Rechengewichten abgeleitet her, wäre das eigentlich alles noch schaffbar, wenn ich jetzt auf 180 erhöhen würde. Und das wären ja auch nur 5 Kilo von 175. Also ich habe ja den Cycle mit 175 auch sehr easy geschafft. Und von daher denke ich, dass ich auf 180 erhöhe, also mein Rechengewicht anpasse und sage, das wäre mein One Rep Max, auch wenn ich es jetzt in den 2 Versuchen nicht geschafft habe. Aber trotzdem denke ich, dass dass ich das theoretisch schaffen könnte und dass entsprechend meine Rechengewichte, also die Gewichte in den Arbeitssätzen dann noch schaffbar sind und sozusagen die richtige Intensität haben. Und dann haben wir noch Overhead Press. Ja, da muss ich überlegen, wie viel hatte ich jetzt? Ich glaube 75. Ja. Ich denke, da erhöhe ich auch nur auf 77,5. Auf 80 gleich zu erhöhen wäre vielleicht ein bisschen krass. Muss man sehen. Vielleicht schaffe ich es ja in diesem Cycle dann richtig gut aufzubauen und dann kann ich das nächste Mal vielleicht sogar auch direkt auf 82,5 hochgehen. Aber das muss man erstmal schauen. Also bei Overhead Press bin ich noch nicht ganz so safe. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich das mache mit dem Hohlkreuz. Ob ich sozusagen ein Hohlkreuz machen soll beim Overhead Press oder ob ich versuchen soll, sozusagen meinen Rücken gerade zu halten. So wie es eigentlich eine Grundregel ist, wie man in sozusagen, um alles stabil zu halten, sollte man ja eigentlich sozusagen ja seine Wirbelsäule stabil halten und gerade und muss ich noch mal ein bisschen ausprobieren und so weiter. Deswegen nicht zu viel erhöhen von 75 auf 77,5 mein Rechengewicht und dann mal schauen, wie das abgeht. Eine Sache verändere ich auch noch, aber die werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel sehen. Weil ich filme ja immer nur sozusagen die schweren Sätze ab und danach kommt ja immer noch sozusagen die andere Grundübung mit leichteren Sätzen, meistens mehrere Wiederholungen und da habe ich ein bisschen rumgespielt und ich glaube, ich mache das jetzt, dass ich sozusagen erste Woche 7 Wiederholungen, dann 8, nee, 6, 7, 8, 9, oder? Ne, 7, 8, 9, 10. Ja, 7, 8, 9, 10 mache ich, genau. Ich war gerade im Überlegen. Also es endet mit 10, also muss es mit 7 anfangen.
dass ich ja 7, 8, 9, 10 Wiederholungen mache sozusagen und dann weiß ich nicht, wie viele Sätze muss ich nochmal herausfinden, wie denn so die Intensität ist. Ich denke so 4 bis 6 Sätze, also erste Woche, dann gehen wir mal von 4 aus, 4 mal 7, 4 mal 8, 4 mal 9 und in der letzten Woche 4 mal 10. Und die Rechengewichte sind so, dass das eine Intensität von 90% etwa hat. Also eigentlich noch gut schaffbar ist, aber halt soll da trotzdem eine Belastung sein, um dann auch ein bisschen Hypertrophie mit reinzukriegen und auch ein bisschen mehr Wiederholung um die Technik zu üben und so weiter. Und ja, das probiere ich mal aus und das müsste eigentlich ganz gut klappen. Ja, das war es erstmal mit dem Gewichten, mit dem Bankdrücken und dann bis zum nächsten Video. Ciao!